Gegenstände gefunden. Wann habe ich die denn gefunden? Ja, an das kann ich mich jedenfalls noch erinnern, aber an die anderen habe ich doch vorher schon gesammelt. Okay. Wo ist dann... Willkommen. Ah, ich glaube, hier kann ich die Dinger dafür ausgeben, wa? Schicke Sachen. Moment mal, ich muss erstmal deinen Laden untersuchen. Werkzeug. Hier geht's nochmal raus. Ja, ich lass mir Zeit. Definitiv. Ich lenk ab, du Hext. Mach. Etwas, was dir gefällt? What the fuck? Was ist das für eine Frisur? Okay, Anakin Skywalker Frisur. Vielen, vielen Dank, Tim. Schön, dass du kurz reinguckst. Hässlicher Bart. Kaufst du oder stöberst du? Okay, man kann definitiv diesmal mehr machen vom Skin. Finde ich gar nicht mal verkehrt. Ja, Musiktrack auch noch. Was? Pass auf dich auf, ja? Willkommen. Sieh dich um und du wirst die besten Komponenten und sonstige Waren auf dieser Seite des Outer Rim finden. Das ist eine Garantie von Doma Dendra. Hörst du das, Kumpel? Eine Garantie. Genau. Der Laden basiert auf Vertrauen und Qualität. Und das soll auch so bleiben. Ja, sie klingt nach einer Zahnpasta. Ja, was willst du schon wieder hier machen? Was wegen dem da? Gehen wir an die Arbeit. So, dann haben wir sie einmal kurz besucht. Oh, du bist's. Oh, ja? Du bist der Neue, stimmt's? Tut mir leid, das habe ich nicht gehört. Sag das nochmal. Ich habe nichts gesagt. Oh, genau. Das muss dieses Klingeln in meinen Ohren sein. Neulich hat mir eine Rollmine fast den Schädel weggerissen. Direkt neben dem Pfad zur Baggerschlucht ist ein Gebäude. Dort hat mich diese Rollmine fast erwischt. Ich wette, die bewachen was Nützliches, aber ich gehe da nicht mehr hin. Vielleicht sehen wir uns das an. Nur zu! Und sei vorsichtig. Dieses Klingeln in meinen Ohren macht mich wahnsinnig. Okay, so guck mal, so diese Nebenmission, ja. Vielen, vielen Dank, Tim. Vielen, vielen Dank. Ich werde mein Bestes geben. Kriegt eine Augenklappe, ne? Hi, du Störenfried. Hey Leute, wie lange seid ihr schon zusammen? Zu lange. Wir gehörten zu den Ersten hier und haben beide nach Priorit gesucht. Wir hatten keine Ahnung, was wir taten und haben nichts gefunden. Dann fiel mir ein, dass ich es draußen hasse. Und ich holte mir einen Sonnenbrand auf meiner Gastrodermis. Nicht lustig. Dann sah ich den jämmerlichsten, ungeschicktesten Prospektor auf dem ganzen Planeten. Ramsay Forlow. Ich auch. Natürlich haben wir sofort Witze über Ramsay, den alten Tollpatsch, gerissen. Ich habe über Gudos Sprüche sehr gelacht. Und ich über Guidos. Und seitdem sind wir zusammen, weil wir etwas gemeinsam hatten. Ramsay war ein Versager. Er bringt mich immer noch zum Lächeln. Wie lange seid ihr verheiratet? Grüße dich, Alisea. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hieß es nicht irgendwo, dass wir hier auch so ein Vieh zum Reiten kriegen? Geht einfach nicht auf.
Sieht so nach Stall aus. Das ist das Tor, das sie erwähnt hat. Er kehrt zurück. Freut mich, dass du nach Kobo gekommen bist, Cal. Du arbeitest hart, nicht wahr? Und stellst dich immer schützend vor andere. Und wie kommst du darauf? Der Dreck auf deiner Hose? Ein Hauch von Adrenalin. Dein Blick sucht die Gefahr. Ist immer wachsam. Ich nenne es das Jägerauge. Um Beute zu erlegen, schulen Jäger ihre Beobachtungsgabe. Aber nur damit du es weißt. Dein freundliches Auftreten täuscht mich keine Sekunde. Wirklich? Oh ja. Du bist als Jäger ein Naturtalent und weißt das auch. Okay. Das, was du als Adrenalin eventuell gerochen hast. Ich hab gepupst. Sorry. Da habe ich dich erwischt. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Ah. Danke, BD. Die hat immer die Steinchen dabei. So. Schrottsammler ist das. Ja, dann ist es kein Wunder, dass der sich immer verzieht. Ist das nicht irgendwie... Ne, kann ich nicht runterziehen? Irgendwie, ich will so einen Reitvogel haben. Wie sind die nochmal bei Final Fantasy? Ein Chocobo, ne? Genau. Der ist gut. War nicht dran. Sehr unfreundlich hier. Mehr wie so ein Doppelschrank kriege ich nicht hin und hält sich da auch nicht fest. BD läuft ja von alleine da nicht rein. Das ist auch wieder blöd. Ich bin der Meinung, die Viecher haben so Ähnlichkeiten mit dem Vorhub. Ja, das Buschi gefehlt hat. Ja, aber... Ne? Zu kleines bisschen was davon. Ah, hier geht's hier rein. Okay. Yep. Werde auch mein Bestes geben, es nicht zu schrotten. So, das dumme Gefühl, keiner glaubt. Oh, hier kann was Größeres landen. Einfluss. Sollte auch die richtige Taste drücken. Aber wir müssen eh in die Richtung. Wohl wird hier angezeigt, ne? Nein. Oh ja, konnte ja nichts. Ich bin ja schon durchgelaufen. Hast du vielleicht nicht gesehen. Aber das ist der Stall. Bin ich schon durch. Wer hat dir gezeigt, wie man jagt, Mausi? Ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen und stand immer in Konkurrenz mit meinen Geschwistern. Um Anerkennung, Lob, manchmal auch Essen. Ich musste die Stärkste sein, um hervorzustechen. Die Muskeln. Das klingt heftig. Mit mir war Mama am strengsten. Jeder Fehler wurde angesprochen. Meine Technik kritisiert. Das musste ich abgehärtet haben. Wahrscheinlich. Aber ich konnte es irgendwann nicht mehr ausstehen. Wahrscheinlich kam ich deshalb hierher. Ich kannte meine Eltern kaum. Nun, das ist nicht immer das Schlechteste, oder? Weißt du, bei ihren Muskeln, ne? Wenn die ein Glas aufmacht? Nee, scheiße, das Glas macht sich von alleine auf.
Boah. Creepy. Hä? Okay, ich habe irgendeinen Samen eingefangen, der mich hoffentlich nicht befruchtet. Da geht's noch lang. Irgendwie tut ihr Droiden mir leid. Ihr bekommt hierfür nicht mal Kredit. Die Erledigung einer Aufgabe. Was ist da für eine Unruhe? Natürlich. Tschüss. Ich will nicht mehr patrouillieren. Du bist gut mit diesem Lichtschwert. Das war's für die. Guck mal, von hier aus komme ich nach da ganz oben dann. Okay. Hier drin. Ah! Ich gehe noch herum. Unten rein, aber ich will erstmal die Option nutzen, dass ich jetzt hier oben langlaufen kann. Schaltet der eigene Druide einen aus, ne? Ja, ich weiß, dass ich eine Saat gefunden habe. Und, wo? Noch weiter? Oh. Wären wir auch so hingekommen. Besonderes. Ja, okay, hier das. Ja, damit können wir dann nichts machen. Das gibt wieder Lehrgeld beim Laufen. Kilometer Run. Jetzt mal hier mal runter. Rot von oben. Hopp ist ab. Ja, wer will nochmal? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Okay. Diesmal sind sie dann aber auch wirklich hartnäckig. Ebenso. Jetzt gibt es wieder Fleisch. Okay, irgendwo höre ich hier noch diesen anderen Druiden. Wenn du bist langsam ein bisschen größenwahnsinnig. Unwahrscheinlich. Darauf bin ich nicht programmiert. Größenwahnsinn muss man programmiert werden. Holt ihn euch. Eröffne jetzt das Feuer. Okay, jetzt wird's interessant. Ja. Mann, macht das Spaß. Finde ich auch. Hat Spaß gemacht. Hm, verdammt ist. Wasser, was da runterkommt? Cool. Kiste. Noch ein Druide. Das ist so ein leichter Höhleneingang. Da oben ist auch noch eine Kiste. Ich brauch Gold. Ah, siehst du, den Boni ausrüsten, den wir da ja bekommen haben. Boni. Doch. Blockanzeige. Blockanzeige wird erhöht. Oh. Okay. Mich auf. Ja, hier ist. Das ist geil.
Wenn die Major Tom völlig losgelöst von der Erde spielt, Dante Star Wars Survivor. Liegt wo am Schmerzmittel? Ach Quatsch. Kann nicht am Schmerzmittel liegen. Bist wie du bist. Ah. Bist denn du? Jetzt wo, warum kannst du eigentlich die Viecher nicht irgendwie mal scannen, wo sie noch lebendig sind? BD. Wollte da nicht Bilder fallen? Mich auch noch nicht hoch, wie es aussieht. Dann gehen wir doch mal hier rein. Und gucken nach. Wie ist das lustig? Nee, ich weiß, es war funny. Verriegelt. Ich schätze, die halten mir die 1 nicht still genug, solange sie leben. Ja, das könnte sehr gut sein. Das könnte sehr gut sein. Habe ich jetzt gerade bekommen, weil ich in den Chat geguckt habe? Habe ich nicht aufgepasst. Ihr habt doch bestimmt gerade zugesehen, ne? Habe ich gerade bekommen? Wir gegen das Vieh eigentlich gar nicht so kämpfen. Eigentlich eher gerne versuchen da. Ah, eine Hose. Dankeschön. Dankeschön. Dann mal kurz gucken, wie wir da rüberkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Hier rüber ist ja kein Problem. Ah. Chicken Wings sind sie dort. Das sieht aus wie so eine Höhle. Okay, es ist eine Höhle, aber es ist eine Höhle, die uns nichts bringt. Mistetitte. Auch voll auf den Trip. Entschlossen. Was? Wie? Was? Was? Ich hab so das dumme Gefühl, ich darf mich davon nicht treffen lassen, ne? Ah! Okay. Verstanden, wie das Ding funktioniert. Der lame, wenn man es verstanden hat. Immer wenn du springst, bewegt die Schranke sich. Hättest du eigentlich auch die ganze Zeit gerade auslaufen können, bloß nur einmal vorher springen. Lol. Okay. Ich weiß es nicht, BD. Es war ein Echo der Macht. Aber
aber verwundet, bruchstückhaft. Als würde etwas fehlen. Was immer ich getan habe, es scheint geholfen zu haben. Hey, wir haben die Macht repariert. Wir sind ein Machtblindner. Mal abspeichern, weil wir das ja gerade so schön hingekriegt haben. Ja. Wo sollen wir hier? Wir müssen auf die andere Seite. So. Ich habe da jetzt nicht irgendwie so einen Punkt gesehen, dass wir da so rüberkommen. Ich will mir kurz mal das Vieh dort unten angucken, was das kann. Ja, da kann ich mich ja leider nicht festhalten. Irgendwie was von Pizza. Auf. Ei. Lindschlund. Irgendwo so ein kleines putziges Vieh. Wollte ich jetzt schon mal sagen. Ich hab's mir irgendwie gerade ein bisschen anstrengender vorgestellt, gegen das Vieh zu kämpfen. Auf der anderen Seite. Findest du das jetzt lustig? Ich werde alle Missionsdirektiven erfüllen. Das will ich hoffen. Holt euch den Feind, ihr Dummköpfe! Seit wann habt ihr mich später? Was ist das? Okay, das habe ich auch noch nicht erlebt. Die imperiale Patrouille müsste jede... Ruhm im Kampf. Hast du Angst? Ruhm im Kampf, okay. Nehmt euch, was euch gehört. Nehmt das. Können wir sie gerade so schwer verstehen, als sie gestorben sind? Ha. Wo ist das? Hab noch einen Klumpen gefunden. Hab noch einen Klumpen voll Dreck. Ich hab noch einen Klumpen voll Dreck. Aber ich Viecher hasse.